Nein, Yuki! Yuki, was ist passiert? Oh nein, machst du irgendwas? Was mache ich denn jetzt? Yuki, sag doch was. Bell doch ein bisschen oder so. Moin zusammen. Das war zum Glück nur eine gestellte Situation. Aber wenn ihr auch mit dem Hund unterwegs seid und mal in eine Notsituation kommt, haben wir in der folgenden Videoreihe ein paar Tipps und Tricks für euch zusammengestellt, die euch vielleicht helfen, falls ihr mal in so eine Situation kommt. Und da wir diese Videoreihe nicht ganz ohne Unterstützung machen wollen, haben wir, so wie sonst auch, immer Yuki dabei. Yuki ist ein Sibirien-Husky. Sie ist 12 Jahre alt und wir haben sie vor einigen Jahren aus der Nothilfestation für Polarhunde zu uns genommen. Warum machen wir das Ganze jetzt überhaupt? Wichtig ist, jedem von euch sollte klar sein, wenn ihr mit einem Hund unterwegs seid, dass jederzeit was passieren könnte. Das heißt nicht nur, wenn ihr auf langen Tagestouren unterwegs seid, sondern auch, wenn ihr mal kurz spazieren seid oder sogar zu Hause im Garten mit dem Hund spielt. Dabei sollte euch klar sein, dass in den meisten Regionen es keine Notrufnummer für Tierärzte gibt, die sich im Gegensatz zu den Menschen darum kümmern, dass der Hund vernünftig und schnellstmöglich zum Tierarzt kommt. Das heißt, ihr seid dafür verantwortlich, dass im Fall eines Notfalls der Hund sachgerecht und so schnell wie möglich zum Tierarzt kommt. Aber wann und was sollte ich überhaupt machen? Ja klar, wenn der Hund offensichtliche Verletzungen hat, sollte ich mich definitiv darum kümmern. Aber auch nach einem Unfall, wenn es dem Hund anscheinend einigermaßen gut geht, sollte ich ihn mir doch genauer angucken. Und wenn ich merke, dass der Hund sich nicht ganz so verhält, wie er sich normalerweise verhält. Aber dafür sollte man sein Tier auf jeden Fall genau kennen. Wir werden uns dabei ein bisschen um die Basics kümmern, das heißt Vitalfunktionen beim Hund. Danach gehen wir so ein bisschen auf das Erste-Hilfe-Kit ein, das heißt, was nehme ich mit, was brauche ich. Und dann werden wir so ein paar praktische Anwendungsbeispiele euch zeigen, das heißt, wie lege ich einen richtigen Pfotenverband beim Hund an. Also, bleibt dabei und guckt weiter!